Mein Name ist Christian Peersdorf, ich bin Personal Coach und Trainer. In dieser Videoserie geht es darum, dass ich für dich die bekanntesten und größten Kampfsportcenter von Wien unter die Lupe nehmen werde. Da ich früher selber Profi-Kickboxer war, kenne ich die meisten der Kämpfer und Trainer persönlich und kann dich mit coolen Hintergrundinformationen versorgen. So werden wir über die nächsten Weltmeisterschaftskämpfe sprechen, beziehungsweise über spezielle Trainingsmethoden oder vielleicht verraten uns die Kämpfer auch etwas über ihre Lieblingstechniken, wie sie WM-Kämpfe für sich entscheiden. Nach den zahlreichen Übergriffen der letzten Zeit wollen auch immer mehr Frauen sich besser verteidigen können. Deshalb möchte ich auch schauen, ob die Kampfsportcenter spezielle Angebote für Frauen haben und falls ja, werde ich die Frauen interviewen, wie wohl sie sich fühlen in einer sehr männerdominierten Sportart und wie sehr sie sich geschätzt fühlen, wie wohl sie sich fühlen und ob es cool ist und auch für andere zu empfehlen. Es werden heute auch immer mehr prominente und Businessleute von Kampfsportzentren angezogen, siehe Arthur Worsack, David Alaba, und wenn es auch solche Angebote gibt, werden wir schauen, vielleicht bekommen wir einen Arthur Worsack vor die Kamera oder gibt es ein Sparring mit David Alaba. Vereinfacht gesagt möchte ich für dich die unterschiedlichen Clubs besuchen, testen, sodass du dir ein besseres Bild machen kannst, welcher Club für dich der werden wird, wo du deine Kampfsportkarriere beginnst, egal ob du dich verteidigen willst, richtig in den Ring steigen oder einfach nur etwas brauchst, um Dampf aufzulassen. In den ersten Club, den wir jetzt zunächst besuchen werden, wird einer der ältesten Clubs von Wien sein. Es heißt Tosan, früher geleitet von Franz Haberl, jetzt von Forza DG alias Pitbull. Das ist jetzt ein sehr luxuriöser Club, was ich gehört habe, am Anfang von der Taborstraße in der Nähe vom Schwedenplatz. Ich freue mich schon, meine alten Freunde Ford und Franz zu besuchen. Und ja, falls es sich auch interessiert, freue mich, dich wiederzusehen im nächsten Beitrag. Bis dann, ciao!